Hallo Leute, da ist 1054 mit Let's Play Calm Fonds 2. Tja, nach diesem sehr anstrengenden Kampf in der letzten Folge sind wir jetzt hier vor einer Hütte und Dave sagt, eine Hütte und anscheinend ist jemand drin. Tja, dann gucken wir doch mal. Oh man. Catherine, was machen Sie denn hier? Ich bin gar nicht Catherine. Oh, das gleiche könnte ich Sie fragen. Dies ist das Haus vom Polizeichef, er ist anscheinend aber nicht da. Ich habe hier etwas Interessantes gefunden. Ich bin einfach eingebrochen, das nennt man Hausfriedensbruch. Aber das weiß ich natürlich als Gerichtsmedizinerin nicht. Hm? Ein Brief von Mortimer an den Polizeichef. Anscheinend hat er ihn geschmiert, um bestimmte Vorgänge im Krankenhaus zu vertuschen. Dann hatte ich also recht. Catherine, wir müssen zum Krankenhaus. Dieser Mortimer ist für alles, was hier in der Stadt passiert, verantwortlich. Er muss aufgehalten werden. Ja, ich weiß. Aber lassen Sie uns zumindest so lange warten, bis es hell wird. Oh. Krankenhaus! Ein Zeitungsartikel. Explosion im Ostflügel, offenbar Anschlag von geistig verwirrter Person. Vor einigen Wochen hat jemand versucht, Mortimer zu ermorden. Aha. Die Person hatte eine Bombe im Krankenhaus versteckt und den halben Ostflügel in die Luft gesprengt. Das war bestimmt er. Möglich. Möglich ist das. Ich schaue mich ein bisschen um. In Ordnung, ich bleib so lange hier. Aha. Er läuft gerade von selber, ne? Aufzeichnungen von Mortimer. Die Experimente mit den Patienten gehen gut voran, doch leider stellt sich bei keinem der Erfolg von Patient 24 ein. Patient 24 ist für mich immer noch ein Rätsel. Anscheinend haben die Experimente irgendwas in ihm verändert. In ihm beginnt eine seltsame Kraft zu wachsen. Es ist, als könnte er ein Tor in eine andere Welt öffnen. Ich befürchte, wir können ihn hier nicht mehr lange festhalten. Irgendwann wird er durch diese andere Welt entkommen. Solange der Polizeichef mitspielt, sollte es aber kein Problem sein. Wenn es gar nicht anders geht, müssen wir Patient 24 wohl töten. Auch wenn das einen herben Rückschlag bedeuten würde. Ah ja, Menschenversuche. Gut. Also experimentiert Mortimer tatsächlich an den Patienten herum. Und dieser Patient 24. Ich weiß ganz genau, wer das ist. Das bin ich. Okay, wir dürfen uns bewegen. Ich will gar nicht wissen, was dieser Mortimer für Experimente gemacht hat. Vielleicht Experimente mit Hackfleisch. Der Eimer ist leer. Irgendwelche Bücher. Medizinische Bücher. Und noch mehr Bücher. Nichts Besonderes. Wo ist Catherine? Catherine! Wo ist sie hingegangen? Hinweis für Patienten. Akten von Patienten. Spritzen und ähnliches. Medizinische Utensilien. Nichts Besonderes. Auch hier nicht. Eine Spüle. Eine Kaffeemaschine, die ist ganz wichtig. Die Fahrstuhlsteuerung wurde ausgeschaltet. Ich schalte sie wieder ein. Ich drücke einfach mal irgendwelche Knöpfe. Der Fahrstuhl ist jetzt an. Normaler Briefverkehr. Okay. Die Tür ist verschlossen. Auch die. Aufzug fahren. Blutverschmierte Aufzüge. Ach nee, das ist blutverschmierte Obergeschoss, oder? Na gut. Schauen wir mal. Ja. Hier werden wohl Leichen aufbewahrt. Nom, nom, nom. Oh. Eine Art Milchschlucker für Leichen. Ach ja, okay. Gut. Morgenstern.
What? 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 Au. Ich glaube, in diesem Fall nehmen wir die Sense. Oh man! Oh man! Oh man! Kurzer Stun, aber dann geht's gleich weiter. Gott, ist das hier anstrengend. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Hochwertig. Echt hochwertig. Okay. What? Oh. Er hat mich wohl getroffen. Hm. Naja. Na gut, dann rüsten wir gleich mal auf die Sensi. Schmeißen gleich mal sowas ein und machen ein Save auf die 11. Und dann gucken wir mal. Ich sollte jetzt dieses Auge töten, denn das nervt eigentlich mehr, aber... Naja. Der trifft mich auch prinzipiell immer, ne? Das ist wieder genauso hochwertig programmiert wie... Naja, ich sag jetzt nichts. Ah, da wollte ich nicht raus. Schaut euch mal diese Abstände an! Das. What? Ja. Aber klar doch. Das ist, wenn man das so sieht, traurig, aber wahr. In welchem Abstand die Viecher treffen können, das ist wirklich grandios. Das ist echt grandios. Stirb, Auge. Au. Stirb. Durch die Macht der Sense. Stirb. Danke. Okay. Ein Erste-Hilfe-Kasten. Wäre es gekritzelt. Der PC ist anscheinend defekt. Okay. Soll mir auch recht sein. Ach ja, das war der Müllschlucker. Mhm. Oh, ist dieses Spiel anstrengend. Oh Mann. Ein leerer Karton. Och nein. Immer diese Gegner. What? Alter Falter. Alter Falter. Ich gehe erstmal hier rein. Ein Operationstisch. Auch hier. Die Tür ist verschlossen. Und für was ist der Raum dann gut zum Teufel? What? So. Gleich mal heilen. So. Okay. Okay. Gut. So. Gleich nochmal heilen, weil es so schön ist. Okay. Gut. Und down. Okay. Und was hat das jetzt hier gebracht, wenn ich fragen darf? Effektiv wahrscheinlich mal wieder gar nichts, ne? Irgendwelche medizinischen Sachen. War der Schrank auch schon gerade schon da? Gut. Hm. Na, von mir aus. Die Tür ist verschlossen. Die ist auch verschlossen. Soll das ein Hinweis sein? Ein Hinweis, ein Hinweis! Ein Raum mit zwei Schränken drin. Auf der linken Seite ist ein roter Durchgang. Linken Seite ist ein Durchgang. What? Zwei rote Schränke hier oder was? Nee.
der linken Seite. Das verstehe ich nicht, Kelvin. Verstehe den Hinweis nicht. Rote Schränke. Okay. Das sagt mal wieder gar nichts aus irgendwie. Nochmal den Hinweis lesen. Ein Raum mit zwei Schränken drin. Auf der linken Seite ist ein roter Durchgang mit zwei Schränken drin. Was sind das? Hier sind Schränke, aber... Auf der linken Seite ist ein Durchgang. Also ich sehe hier nichts. Vielleicht ist der auch wirklich unten wieder, der Durchgang. Weiß es nicht, man weiß es nicht. Hier haben wir keine Schränke. Hier vielleicht? Nee. Schränke? Was für Schränke? Hä? What? Kelvin? Was wird das jetzt, wenn es fertig ist? Was sind das für Rätsel? Ich glaube, ich muss gleich brechen gehen, ganz ehrlich. Hier sind Schränke, ja. Aber wo soll hier zum Teufel ein Durchgang sein? Ich klicke jetzt einfach mal alles an, weil man es nie so genau weiß. Aber, oh, what? Oh, what? Das ist ein Geheimgang. Und das habe ich gesehen, weil... Kelvin-Rätsel. Jetzt wird's ganz, ganz schlecht. Kettensäge. Schalter. Oh, boy. Oh, boy. Das Spiel... Eine benzinbetriebene Säge mit großer Zerstörungskraft. Das Spiel wird zum Schluss hin nochmal richtig schlecht. Ganz ehrlich, nochmal richtig schlecht. Die Tür ist verschlossen. Oh, what? Menschen in Gefäßen. Ein Mensch. Eine Menschin. Und, ja... Oh, what? Da sind wieder die Typen. Genau, voll mit der Kettensäge drauf. Oh, zwei Schläge und das stunt ewig lang. Das ist cool. Das ist cool. Die werden ewig lang gestunt, die Gegner. Und er macht so große Zerstörungskraft, dass es nur zwei Schläge braucht. Das ist hochwertig. Ich liebe die Kettensäge. Eines von Mortimers Opfern. Erstmal speichern. Erste Hilfekasten. Leichensäcke. Auch hier wieder. Ja, und jetzt legen wir wieder einen Schalter um am anderen Ende der Welt und dann laufen wir wieder zurück und gehen wieder durch irgendwelche anderen Türen. Oh, es ist alles so innovativ. Oh. Die Tür ist verschlossen. Okay, hier war mal. Hui, holy macaroni. So, hier rein. Nichts Besonderes. Erste Hilfekasten. Ah ja, hochwertig. Gut, 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 gut. Ey! What? Erste Hilfekasten und safe.
Ach, die werden jetzt nicht mehr so lang gestunt. Warum ging das gerade so gut? Was für ein Bullshit mal wieder. Erst werden sie ewig gestunt und dann... What? What? Also manchmal habe ich echt das Gefühl, die wollen mich nur noch verarschen hier in diesem verdammten Puff. Entschuldigung, aber ja. Nein! Catherine. Sie ist tot. Jetzt mache ich ihn Weinerle. Das sind Aufzeichnungen von Mortimer. Er hat sie umgebracht. Ich muss ihn aufhalten. Danke, Dave, für dein Mitgefühl. Mortimer hat Catherine ermordet. Und auch ihr. Sie ist tot. Ist mir wurscht, ich lege jetzt einen Schalter um und dann kill ich Mortimer und dann ist das Ding hier vorbei. Und dann trinke ich erstmal ein auf dieses grandiose Spiel. Boy, oh boy, oh boy. Ja. Okay. Die Wände werden rot. Es gibt Erste-Hilfe-Kästen ohne Ende. Das deutet auf einen Endkampf hin. Allerdings, bevor wir diesen Endkampf machen, muss ich noch mal ein kurzes Päuschen machen und es geht gleich weiter. Hallo Leute, Darzahns 054 mit Let's Play Calmfort 2. Ja, so wie es aussieht, sind wir ziemlich am Ende des Games. Es fühlt sich zumindest so an. Wir haben noch mal ein bisschen Heilung und alles bekommen. Und eine Kettensäge. Ich habe jetzt noch mal geguckt. Das Spiel ist keine Demo. So habe ich es jetzt zumindest rausgefunden. Es ist wirklich eine Vollversion. Und dafür finde ich es nie gar nicht mal so gut. Aber okay, das ist eine andere Geschichte. Ja, wir gucken es einfach mal weiter und schauen mal, ob Dave Sherlington hier was erreichen kann. Ich hoffe doch. Ein Operationstisch. Wabernde rote Wände. Oh Gott. Toll. Kettensägen. Ich bin der What? Okay. Gut. Wie sieht's denn hier aus? Oh ja, wir sollten uns heilen. So, und gleich nochmal safen auf der 4. Okay. Alles klärchen. So, den haben wir auf jeden Fall getroffen. Ey, diese Hitbox. Es ist so hochwertig, dass es schon gar nicht mehr hochwertig ist. Geh weg! Aber die Kettensäge kriegt die relativ schnell down. Okay. Warum? Warum was? Warum lässt du gerade ihn entkommen? Von allen Leuten in dieser Stadt ist er der Einzige, der wirklich den Tod verdient hat. War das Mortimer? Ich glaub schon. Der Einzige, der den Tod verdient hat, bist du, Dave. Ich werde dem allen jetzt ein Ende setzen. Ah, ja. Also ich glaube, der, wenn uns trifft, macht bestimmt guten Schaden. Erstmal saven. What? Was sind diese roten Punkte? Ach du Kacke. Okay. Überhaupt nicht vertrauenserweckend, das Ganze. Wow. Geht ja voll ab hier. Boah, leck mich am Arsch. Der kann sogar diagonal schießen. Was ist hier nur los? Wir sind fast tot. Ich speichere mal auf der 6. Und er muss uns immer mindestens einmal treffen. Was für ein Bullshit. What? Ach, ich bin in so einen roten Fleck reingelaufen. Okay. Gleich nochmal heilen vielleicht, hm? What? Ich finde das grandios, wie er uns treffen kann. Ich finde das echt grandios. Hochwertig. Einfach nur hochwertig. Die Kettensäge macht schon guten Schaden, aber irgendwie
macht sie nicht genug Schaden. So zumindest das Gefühl. Ah, er ist tot. Yay. Okay. Willst du jetzt weinen, Dave, oder was ist mit dir los, ne? Aha. Nein! Wer ist denn das? Nein! Ich erkenne nichts. Ist das deine Mutter, Dave? Nein! Wer sind Sie, guter Mann? Ist das dein Vater? What? Sieht aus wie das Krankenhaus. Subidubi Krankenhaus. Und hier kommen wir zu einem ganz besonders bedauerlichen Fall. Der hat eine rote Schrift über der Tür. Dave Sherlington. What? Seit er hier ist, hat er kein Wort gesprochen. Meistens steht er nur apathisch am Fenster. Sollte das gerade ein Face sein, das wir vorhin gesehen haben von Dave? Möglicherweise. Ich habe seinen Zustand verursacht. Sie haben doch sicherlich vom Anschlag auf das Calm Falls Hospital gehört. Ja, natürlich. Vor einigen Wochen hat ein geistig gestörter Mann den halben Ostflügel in die Luft gesprengt. Das ist Mr. Sherlington gewesen. What? Verstehe. Wissen Sie, was ihn dazu getrieben hat? Da er nicht redet, kann ich es nur vermuten. Aber ich denke, es hat mit seiner Frau Catherine zu tun. Aha. Offenbar hat einer der behandelnden Ärzte im Krankenhaus ein nicht zugelassenes Medikament an ihr getestet, wodurch sie tragischerweise gestorben ist. Natürlich hat der Arzt alle Vorwürfe abgestritten und das Krankenhaus hat ihn gedeckt. Mr. Sherlington hat den Verlust seiner Frau anscheinend nicht verkraftet und sich immer mehr in einen Wahn hineingesteigert. Am Ende gab er wohl nicht nur dem Arzt selber, sondern dem ganzen Krankenhaus die Schuld an ihrem Tod. Deswegen hat er sich wahrscheinlich entschlossen, die Bombe zu legen. Das sind nur Vermutungen. Die Explosion war so verheerend, dass fast alle im Ostflügel getötet wurden. Nur 3 Personen haben überlebt. Der Arzt, der Mr. Sherlingtons Frau behandelt hat, und seine eine Krankenschwester. Er hat diese Krankenschwester selber nach draußen gebracht. Sehr ungewöhnlich. Ja, anscheinend war er für einen kurzen Augenblick wieder bei Verstand oder er hat einfach Mitleid mit ihr. Ich denke, ursprünglich wollte er selber in der Explosion umkommen. Wie hoch schätzen Sie die Heilungschancen ein? Nicht sehr hoch. Vielleicht schafft er es irgendwann wieder bei Sinnen zu sein. Oder er erträgt die Last der Schuld nicht mehr und begeht Selbstmord. Alles nur Vermutungen. Nova Production. Aber präsentierte ein Spiel von Kelvin. Vielen Dank an folgende Beta-Tester: Chester, John, Missy, Till und Square. Ah ja, gut. Vielen Dank an Iniluki für den MP3-Patch. Ja, der ist gut, der MP3-Patch. Aha. Vielen Dank an Square für das Titellied. Okay. Na, also so gut ist das jetzt auch wieder nicht. Kommt dann noch was Interessantes? Und vielen Dank an dich für das Durchspielen. Aber. Und das war's jetzt, oder wie? Ende. Informationen über weitere Spiele von mir: www.rpg-elite.de. Ah. Okay. Gut, dann war's das anscheinend mit Calm Falls 2. Eine Vollversion und keine Demo von Kelvin, rausgekommen 2004.
Ihr findet den Link zum Eintrag im RPG-Atelier bzw. im Megapendium unten in der Videobeschreibung. Ja, was gibt's zu sagen? Calm Falls 2 hat keinen direkten Zusammenhang mit Calm Falls, also mit dem ersten Teil. Es ist genau wie der erste Teil ein RPG Maker 2000 Spiel und tja, die Story finde ich eigentlich ganz interessant. Zumindest irgendwie am Anfang macht es noch relativ viel Spaß. Wir sind ein Journalist, Dave Sherlington, und ja, es ist irgendwie alles schon so, dass ich sage, ja, aber ich blicke irgendwie zum Ende hin nicht mehr ganz durch. Also er hat sich jetzt praktisch in dieser Parallelwelt selber umgebracht, weil er eigentlich das Monster ist und Catherine ist seine Frau, die eigentlich gestorben ist und ja, aber dann irgendwie doch da war. Also heißt das, das Ganze, was wir jetzt hier erlebt haben in diesem Spiel, ist nur ein Traum oder so? Ich habe keine Ahnung. Es wäre möglich, dass er einfach nochmal in dem Traum das durchlebt hat oder durchleben wollte und besser machen wollte, was er vielleicht, ja, keine Ahnung, zur Lebzeit nicht gekonnt hat. Man weiß es nicht. Oder ich bin einfach nur zu blöd, die Story zu checken. Ist egal. Ja, ansonsten ein, ja, mehr oder weniger typisches Calvin-Spiel. Calvins Art zu mappen, beziehungsweise die Grafiken sind recht schön, vor allem weil halt auch sie ja vieles selber pixelt und zeichnet. Aber man merkt wirklich, dass das Spiel schon etwas älter ist. Wie gesagt, dieses, ja, Action-Kampfsystem, das hat so seine Macken, wenn man eine Waffe nimmt mit großer Reichweite, zum Beispiel die Sense, ist relativ, ja, sagen wir mal, okay, man wird weniger getroffen, aber wenn man jetzt zum Beispiel eine Nahkampfwaffe nimmt oder so eine Kettensäge oder so, dann wird man eigentlich vom Gegner auch immer mindestens einmal getroffen und man trifft ihn. Also man hat eigentlich nicht die Chance, ihn zu treffen, ohne dass er uns trifft. Das ist, ja, etwas negativ. Aber okay, alles klar. Es ist auf jeden Fall ein bisschen besser wie in Calm Falls 1, aber es ist nicht optimal, sagen wir es mal so. Ja, ansonsten Musik so, teilweise die Loops etwas komisch. Ja, und dann halt solche Sachen wie, keine Ahnung, mit den Rätseln. Also, okay, es gibt jetzt hier nicht die typischen Calvin-Rätsel, die typischen Zahlen-Rätsel oder Schieberätsel, sondern mehr oder weniger eigentlich nur, keine Ahnung, irgendeinen Gegenstand kaufen, dann dorthin rennen und so an den Ort, wo es was zu machen gibt oder mal irgendwelche Leute ansprechen. Ja, aber dieses typische Calvin-Feeling kommt irgendwie nicht auf und manche Sachen halt, vor allem diese komischen Bosskämpfe, wo man dann nur irgendwie flüchten muss vor einem Gegner, die finde ich ein bisschen komisch. Man drückt einen Schalter, dann rennt man 2 Minuten irgendwie weg und heilt sich 3-mal und drückt wieder einen Schalter und so weiter und so fort. Also das ist irgendwie auch so eine Sache, die ist ausbaubar aber oder verbesserbar, aber ja gut, bei dem Spiel wahrscheinlich eh nicht mehr, zumal jetzt ja Calm Falls erschienen ist und das ja sowieso, ja, von den Dialogen her eine Katastrophe ist, dass das hier deutlich besser, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, halt mal wieder ein Calvin-Spiel. Ich habe schon im Vorhinein gewusst, auch wenn das Spiel blind war, das ist wahrscheinlich wieder... Ja, es ist halt einfach ein Calvin-Spiel, da muss man sich früher oder später einfach aufregen. Ich glaube, es gibt kein Spiel, wo man das nicht kann von ihm. Ja, doch, eine Ausnahme fällt mir ein, aber das ist wahrscheinlich wirklich eine Ausnahme. Also in Alice ist es, das ist so eine Ausnahme, wo man sagt, das ist wirklich gut. Aber die Spiele, die anderen, ja, jein, so mehr oder weniger. Kann man spielen, muss man aber nicht, und das ist das Wort, dass ich zum Abschluss noch sagen möchte. Ja, ihr könnt die Spiele spielen, müsst ihr aber nicht spielen, und jeder sollte wissen, wenn man ein Calvin-Spiel spielt, auf was man sich da einlässt. Auf meist viele Rätsel, und ja, ob man das immer will, das bleibt jedem selber überlassen. Okay, das soll es dann gewesen sein mit Calm Falls 2 oder Calm Falls 2. Ich bin der AC105 und wir sehen uns oder hören uns bei anderen, bei zukünftigen, bei alten oder neuen Projekten. In diesem Sinne, bis dann und ciao, ciao.